Ja, meine lieben Freunde, neue Runde 7 Days to Die auf dem PC. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter schauen. Die Hordennacht steht ja auch demnächst in 3 Tagen an. Und deswegen müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier langsam eine Hordenbase irgendwie gezimmert bekommen. Und da habe ich mir schon was überlegt. Aber bevor wir da jetzt starten, müssen wir natürlich hier mal schauen, dass wir hier mal ein bisschen ernten. In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen was zurückkriegen. Ja, wenigstens Kartoffelsamen sind zurückgekommen. Das ist schon mal viel wert. Kartoffeln schwierig zu bekommen. Aber so haben wir auf jeden Fall jetzt die Kartoffeln wieder raus. So. Honig können wir eigentlich. Ich glaube, das habe ich auch hier drin. Naja. So, einmal so. Und dann schauen wir mal. Also, ich habe mir was überlegt. Und zwar so eine klassische Verteidigungsbasis einfach zu bauen. Ich habe hier schon angefangen. Ich habe hier einen Graben ausgehoben. Den werden wir jetzt erstmal befüllen. Mit unseren Baublöcken. Damit wir da erstmal ein solides Grundgerüst haben. Ich denke, dass das auf jeden Fall sehr wichtig ist. So, ich weiß gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Blöcke sind es. Insgesamt, die werte ich auch direkt schnell auf. Obwohl, das können wir eigentlich auch hinterher machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir hier anfangen, eine Treppe zu bauen für die Zombies. Das heißt, die gehen dann hier ganz entspannt hoch. Und wir werden sie auf jeden Fall aus der Höhe angreifen. Ich mal schauen, was ich mir da überlegt hatte. 1, 2, 3, das passt schon so. Super. Das können wir wegmachen. Das wäre jetzt so die Höhe. So, jetzt als kleiner Tipp. Ihr seht, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber ihr seht, als kleiner Tipp, jetzt wäre dieser Block eben rot. Das heißt, wenn ich den jetzt dran setzen würde, würde diese komplette Leiste einmal einstürzen. Deswegen lassen wir das. Aber ich glaube, ich setze das doch nochmal eins hoch. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu niedrig. So, zack, zack, zack. Dann bauen wir das von hier. So. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Also wie gesagt, jetzt wäre hier dieser rote Block. Wenn ich den jetzt dran setze, fällt alles zusammen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gehen wir einfach jetzt von unten dran. Und schon ist da eine Stabilität gegeben. So, das wäre jetzt die Treppe, wo die Zombies hochkommen. Die machen wir dann auch gleich nochmal ein bisschen hübscher. Und dann haben wir letztendlich hier unseren Verteidigungsstand, wo wir dann stehen werden. So, so soll das Ganze ungefähr aussehen. Das hier müssen wir komplett füllen, weil wir wollen ja nicht, dass jetzt hier irgendwas kaputt geht auf unserer Seite und wir dann hier runterfallen. Das heißt, hier bauen wir schnell unsere Blöcke hin. Oh, zack. So müsste das dann ungefähr aussehen, die Abstände, wie ihr das macht. Also ob ihr das nochmal ein bisschen höher macht, ist scheißegal. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wichtig ist, achtet nur darauf, wie gesagt, es darf nicht rot werden. Wenn es rot wird und ihr baut dann noch einen Klotz dran, fällt alles zusammen. Und die Ressourcen sind natürlich dann auch verschwendet. Also von daher machen wir das einfach jetzt so. Ich denke, so sieht das schon mal gar nicht so verkehrt aus. Wir haben natürlich viele Möglichkeiten durch das Bausystem. Indem ihr R drückt, können wir hier aus verschiedenen Formen auswählen. Und natürlich für eine gescheite Treppe brauchen wir natürlich hier so Treppenstufen. Da können wir einfach diese hier nehmen. Und mit der linken Maustaste könnt ihr die drehen. Und schon haben wir einen richtigen Aufgang für die Zombies. Die gehen dann hier hoch. Und ja, hier werden wir dann letztendlich stehen und probieren, die Zombies zurückzukämpfen oder zu bekämpfen. Und ich denke, das wird schon gut laufen. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu diesen Blöcken hier. Wir brauchen natürlich auch, auch irgendwie einen sicheren Stand natürlich. Ups, der ist falsch gesetzt. So. So, das heißt, wir brauchen natürlich hier links und rechts auch eine Mauer von uns. Mal gucken, vielleicht möchte ich das auch noch eins breiter. Mal schauen, hier wird auf jeden Fall eine Tür eingebaut werden.
so ungefähr. So sieht das doch gar nicht so verkehrt aus. Und ich denke, wir machen es noch eins breiter. Wir haben ja eh genug Blöcke. Wir müssen dann natürlich alles auch einmal aufwerten. Das wird ein bisschen dauern. Aber ich denke, das werde ich dann alleine machen. Da müsst ihr ja nicht zwangsläufig dabei sein. So. So, perfekt. Na, das werden wir dann auch noch alles einmal erweitern. Wir müssen das natürlich aufwerten. Und wenn wir das jetzt schon komplett alles zubauen, dann kommen wir da nicht mehr hin. Obwohl, nee, das ist eigentlich Schwachsinn, was ich jetzt gemacht habe. Die nehmen wir doch weg. Wir machen es doch ein bisschen enger. So. Und zwar bauen wir das jetzt hier weiter. So. Also das hier wird jetzt quasi unsere Verteidigungsbasis werden. Och, nee. Shit, jetzt bin ich runtergefallen. So, hepp, hepp. So, perfekt. Also, hier werden wir dann kämpfen gegen die Zombies. Und, ja, was wollen wir hier jetzt hin machen? Wir machen jetzt hier uns ein kleines Gitterchen hin. Und zwar nehmen wir dafür hier diese Gitterstäbe. Machen wir außen hin, damit wir, wie gesagt, obwohl, warte mal. Ne, wir machen, müssen die mittleren nehmen. Die mittleren. So. Den mache ich vielleicht nochmal weg. Und ganz wichtig ist jetzt hier, also die Zombies kommen ja dann nach hier vorne und würden uns dann sozusagen, ja, angreifen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch etwas hier hinzuzubauen, und zwar brauchen wir dafür die Platten. Es gibt so Platten, also hier Blech. Was heißt denn Blech? Ah ne, das ist zu dünn. Hier Platte. Sowas brauchen wir. Dann halten wir einfach die R-Taste gedrückt, dann können wir hier das fortschrittliche Drehen nehmen und dann können wir die auch einfach hier dran klatschen. So. Zum Beispiel. Das sorgt jetzt einfach nur dafür, dass wir einfach noch einen Block mehr die Möglichkeit haben, uns zu verteidigen. Also der gibt jetzt doppelt Stärke sozusagen. Also wir haben jetzt zwei Blöcke von der Haltbarkeit, anstatt nur einen Block. Und es, ja, sorgt jetzt nicht dafür, dass wir irgendwie großartig eingeschränkt sind dadurch, weil es halt eben kein vollständiger Block ist. So, ich würde sagen, ich werte das Ganze, warte mal, hier unten fehlt auch noch, zack, zack. Also ich würde sagen, ich werte das Ganze wenigstens schon mal mit Holz auf. Weil ich glaube, so viele Pflastersteine habe ich jetzt eh nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das hier alles einmal aufgewertet habe mit Holz, Freunde. Bis gleich. So, wir haben jetzt alles soweit aufgewertet. Hier vorne natürlich noch nicht alles endgültig, das machen wir zum Schluss. Wir müssen jetzt hier nur nochmal, ist mir gerade aufgefallen, brauchen wir noch eine Etage höher. Das heißt, wir werden uns jetzt hier einfach hochbauen, um hier noch eine Etage drauf zu klöpfeln. Ungefähr so sieht das Ganze dann aus. So. Und hier werden wir jetzt auch wieder das mit Gittern zumachen. Damit eben von oben uns nichts holen kann. So sieht das Ganze dann aus. Und dadurch haben wir auf jeden Fall schon mal einen Schutz von oben. Gut, das sollte jetzt nicht passieren, ist nicht schlimm. Laufen wir einmal außen rum und gehen letztendlich hier wieder hoch. Genau, so sieht das Ganze aus. Hier werden wir dann wahrscheinlich unsere Hordennacht spielen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich denke, dass wir hier auch ganz gut geschützt sind. Was müssen wir jetzt noch machen? Jetzt brauchen wir natürlich hier auch nochmal ein Gitter. Das habe ich ja vorhin schon weggenommen. So, einmal hier hin. Und auf dieses Gitter, Freunde, legen wir eine Platte. Da können wir einfach...
Platte. Und die legen wir hier drauf. Und dadurch haben wir halt eben noch mal ein bisschen, ja, bisschen Distanz zu den Zombies. Wir können die treffen, die uns nicht. Aber natürlich, um ganz hundertprozentig sicher zu sein, gibt es hier diese, wie heißen die denn auf Deutsch? Muss ich jetzt mal gucken, wo ich die finde. Hier wahrscheinlich. Es gibt so Pfosten. Nee, hier sind sie auch nicht dabei. Da können sie nicht dabei sein. Bei Stufen glaube ich auch nicht. Zierleisten vielleicht. Nee. Fenster. Was sind die hier, ne? Eisenträger. Klein. Fundament. Jetzt muss ich nur gucken, welche das von denen sind. Genau, das sind diese hier. Und da machen wir das ganz einfach auch wieder mit fortschrittlichem Drehen. Weil wir brauchen einen, brauchen wir quasi hier, auf der Höhe. Und den anderen brauchen wir dann quasi direkt da drüber. So. So sieht das Ganze dann aus. Und dadurch können die Zombies uns halt gar nichts mehr anhaben. Also, wie gesagt, so sieht das dann letztendlich aus. Also, wir haben hier die Platte drauf, auf unserem Gitter. Und dann kommen eben zweimal hier diese, wie heißen die jetzt hier? Ja, wie auch immer, diese, ach shit. Das sind hier diese Eisenträger klein. Die packt ihr einfach hier noch mit rein. Und damit sind wir eigentlich unantastbar für die Zombies und können halt hier ganz entspannt die Zombies töten mit unseren Waffen. Und ich bin mal gespannt, wie das letztendlich in der Hordennacht... Also ich habe die Base mal ausprobiert gehabt. Ist aber jetzt auch schon ein bisschen her. Aber ich dachte, es ist halt mal was ganz anderes. Deswegen probieren wir das Ganze jetzt bei diesem Spielstand einfach mal aus. Und wie gesagt, hier dürfte das eigentlich kein Problem sein, die Zombies dann hier entsprechend zu töten. Wir können natürlich mal gucken. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoller ist, eine kürzere Platte zu nehmen. Es gibt auch diese halben Platten. Egal, wir nehmen erstmal die normale Platte. Und sollte die doch zu weit weg sein, was ich eigentlich nicht glaube. Also eigentlich müssten wir es von hier easy schaffen, die zu treffen. Da müssen wir halt nochmal umbauen, aber ansonsten wäre das jetzt so erstmal der erste Entwurf für unsere Basis. Ich werte das jetzt alles auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Bis gleich. So sieht jetzt die ganze Basis aus. Das passt soweit. Wir brauchen noch ein paar Klappen. Ich glaube, 7 Stück bräuchten wir jetzt insgesamt. Und wir müssen auch noch Gitter ziehen. Und zwar nehmen wir dafür auch wieder diese Stäbe. Und die müssen wir direkt hier drüber anbringen. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Zombies, wenn sie hier durchbrechen, nicht hier drüber springen können. Das heißt, sie müssten erstmal alle Gitter tatsächlich wegkloppen, um dann hier rüber zu springen. Und das wissen wir natürlich dann zu verhindern entsprechend. Das heißt, diese Blöcke hier, das dauert ja jetzt nicht so lange, die werte ich jetzt einfach schnell auf. Während ich das erzähle und die Klappen hergestellt werden. So, zack, das haben wir. Und jetzt die Klappen, die sind auch wichtig. Die bringen wir hier an. Wichtig ist, dass der Pfeil in die Richtung, nicht Richtung Treppe zeigt, sondern quasi nach draußen. Weil wenn wir die Klappe jetzt öffnen, haben wir halt eben die Möglichkeit, wenn die Zombies jetzt hier wirklich durchbrechen sollten, können wir die Klappe hochmachen, können hier fighten. Und die kommen eben nicht weiter, weil sie hier nicht drüber springen können. Und solange die Klappe oben ist, kann uns da nichts passieren. Oh ne, das war falsch. Oh ne, doch. Hat er genommen. So, zack. Hab ich das jetzt in die Fall... Ne, das passt. Das... Gott. Ne, die passt nicht. Ist nicht schlimm, wir haben ja noch genug Klappen gebaut. Ja. Wie gesagt, der Pfeil muss in diese Richtung zeigen. Und damit haben wir erstmal eine ganz gute, stabile Hordenbase. Wie gesagt, wir fighten hier gegen die Zombies. Da sollten wir eigentlich gut rankommen. Und sollten sie hier wirklich durchbrechen, haben wir die Möglichkeit zuzumachen und zu fighten. Sollte die Klappe kaputt gehen, haben wir die Möglichkeit, die Klappe zu benutzen.
Entschuldigung und so weiter. Also das sollte ganz entspannt sein. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein schönes Plateau. Das heißt, wir bauen uns hier nochmal... Ne, das war wieder falsch. Wir bauen uns hier auf jeden Fall nochmal eine Etage hin. Damit wir halt hier auch die Möglichkeit haben, runterzugehen. So. Perfekt. Wir bauen uns hier außen. Bauen wir uns noch eine Leiter dran. So, zack, zack. Damit wir hier eben hochkommen, wenn die Hordennacht beginnt, um hier eben kämpfen zu können. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich noch ein bisschen Pflastersteine organisiert kriege. Also sprich, ich muss Steine abklopfen und Lehm organisieren, damit wir Pflastersteine herstellen können. Dann werde ich diese Wand alles hier nochmal aus... ach, guck mal, da oben ist sogar auch noch... Komme ich da dran? Ja. Werde ich alles mit Pflastersteinen auf und ziehe hier natürlich nochmal zwei Wände, damit wir eben hier mehr Stabilität haben. Und hier kommen dann letztendlich noch ein paar Fallen hin. Da müssen wir mal schauen. Holz müsste ich eigentlich noch genug haben, wenn mich nicht alles täuscht. Wo sind denn die blöden Fallen? Da sind sie doch. 107 sind vielleicht ein bisschen viel. Was brauchen wir? 40 vielleicht. Ja, dass wir die dann letztendlich hier drunter pflastern. Das heißt, den ganzen Kletterradatsch hier muss ich jetzt schon aufwerten. Weil ich hier letztendlich sonst nicht mehr dran komme. So, hier das will ich auch mal aufwerten. Und dann sollte uns da eigentlich kein Zombie was antun können. So, so sieht das ja schon mal ganz gescheit aus. Wie viele Pflastersteine haben wir? 25 noch. Also 25 können wir noch aufwerten. Pflastersteine braucht man halt immer 10 Stück zum Aufwerten. Und da ich noch 200 jetzt habe, kann ich 20 Blöcke aufwerten. Da wollen wir hoffen, dass das hier auf jeden Fall noch klappt, dass wir die hier aufwerten können. Wenigstens diese Wand hier. Aber ich glaube, das wird nichts. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was herstellen an Pflastersteinen. Wie gesagt, wir müssen die Ressourcen dafür erstmal sammeln. Aber so haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Stabilität gewonnen. Und wenn das außen vielleicht in der ersten Hordennacht noch aus Holz ist, ist das vielleicht auch nicht ganz so problematisch. So, jetzt haben wir keine Pflastersteine mehr. Also wie gesagt, das muss ich auf jeden Fall noch aufwerten mit Pflastersteinen. Das habe ich soweit. Und die Treppe wäre auch ganz gut, weil die Zombies wahrscheinlich auch anfangen werden, hier zu schlagen. Und so, denke ich mal, sieht das schon mal nicht schlecht aus. Aber gut, wie gesagt, Pflastersteine werde ich nachher, irgendwann, wenn die Folge hier vorbei ist, werde ich das für mich alleine herstellen. Also sammeln und herstellen. Weil das will ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht antun. Wir können die Fallen nochmal hier schnell platzieren. Obwohl, nee, das machen wir zum Schluss. Das machen wir zum Schluss. Dann machen wir dann nochmal eine Folge, wo wir letztendlich die Basis zu Ende fertigstellen. Was habe ich denn hier? Ich habe ein bisschen Lehm. Ich brauche auf jeden Fall Steine und Lehm. So, das haben wir hergestellt. Ja, ich Durst habe ich auch. Klasse. Da müssen wir, glaube ich, mal hochgehen ans Feuer. Ich glaube, da müsste noch ein bisschen was drin sein. Ach, guck mal. So viel Wasser, wie wir haben. So. Die Schaufel lasse ich hier. Schaufel lasse ich hier. Das nehme ich hier mit. Das Holz kann ich aber auch hier lassen.
Daraus machen wir wieder unsere ganz normalen Würfel, damit wir uns irgendwo hochbauen können. Und dann würde ich sagen, damit die Action hier nicht ganz einschläft, wir haben ja hier, glaube ich, noch eine Quest offen, ne? Hier abholen. Da werde ich schnell hintigern und dann sehen wir uns da gleich wieder, Freunde. Und dann geht die Action endlich los. Wie gesagt, gebaut haben wir jetzt ein bisschen. Die Hordenbase, glaube ich, sieht soweit in Ordnung aus. Wie gesagt, wir müssen alles aufwerten. Das mache ich dann, wenn ihr nicht dabei seid. Weil, wie gesagt, das ist ein bisschen zäh und langweilig und das will keiner sehen, glaube ich. Also, bis gleich bei der Quest, Freunde. So, wir sind bei der Quest angekommen. Ich habe die Briefkästen hier schon geleert. Lest jetzt schnell die Bücher, damit wir wieder Platz im Inventar haben. Und wir starten direkt rein mit der Quest. Wir gehen zurück. Briefkasten öffnen. Guck mal, zweites Buch. Sauber. Und wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir so viel wie möglich mitnehmen, weil wir brauchen noch wirklich alles. Wir sind Tag 4, glaube ich, oder Tag 5 jetzt. Genau. Und da ist es leider so, dass wir alles brauchen. Guck mal, hier ist noch ein Buch. Können wir direkt lesen. Dietrich haben wir bekommen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Regal, das können wir noch mitnehmen. Messer oder Machetenteile, je nachdem, was wir uns herstellen wollen. Das ist natürlich schwierig, es ist Nacht, das heißt, die Zombies rennen. Oder das, was man eben rennen nennen möchte. Der lebt ja immer noch, der ist ja hartnäckig. Ne, doch nicht, ist tot, alles klar. So. Boah, jetzt so eine Kalaschnikow finden wir schon nobel. Aber ich glaube nicht, dass wir da Glück haben. Aber wir finden viele Ressourcen, das ist auch immer gut. Kommen wir hier rüber, jawohl. Ganz entspannt. Dann können wir mich jetzt mal von oben gucken. Mit der Armbrust. Hier wird safe was drin sein in dem Schrank. Okay. Hätte ich jetzt schon gedacht, dass da was drin ist, aber scheinbar nicht. Das Messer regelt. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Das Katzenbild muss ich leider kaputt machen. Hier können halt überall Tresore sein. Nachtkonsole. Ey, ich frage mich, warum wir noch keine richtige Kleidung gefunden haben. Wir haben wirklich noch keine, ja, es gibt ja verschiedene Kleidung. Nicht jetzt Rüstungen, sondern auch Kleidung gibt es ja auch. Wir haben nichts gefunden. Töpfe haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir ein Tier finden, können wir das töten und kochen. Noch ein Buch. Was ist da? Temperierte Klinge. Immer schlecht, wenn der erste Stich nicht trifft. Ja, ist entspannt. Wie gesagt, unser Dude hat nur ein bisschen Hunger. Ansonsten ist alles gut soweit. Guck mal, hier ist sogar schon die Tasche. Das sollten wir mitnehmen. Jetzt müssen wir halt nur noch mal gucken, dass wir irgendwie zum Endloot kommen. Der wird wahrscheinlich hier oben sein. Jo. Keine Zombies mehr. Bin jetzt aber ein bisschen enttäuscht. Schon gedacht, dass jetzt hier noch ein paar Zombies auf uns warten, aber scheinbar nicht. Ich loote wie immer erstmal alles und dann gucken wir mal, was wir so bekommen. Für diese Nerven auf freiem Lauf. Aufgabe. So, also wir haben Bücher. Das ist immer gut. Was ist das hier? Bergarbeiter-Outfit. Ach, geil. Da kriegt man dann quasi, das muss man anziehen und dann hat man eben die Möglichkeit, Ausdauer zu sparen. Ey, das ist cool. Das ist wirklich cool, dass es sowas gibt. Was ist das hier? Rüstungsfertigungskit. Rüstung und Glücksschmieden. Ein Teil nach dem anderen. Wird verwendet, um leichte, mittlere oder schwere Rüstung zu fertigen. Okay. Brauchte man früher so nicht. Ah gut, mittlerweile braucht man das scheinbar. So. Was machen wir? Hier sind doch überall so Baustoffe. Das hier, wenn ich Glück habe, ist das Pflastersteine. Ne, Lehm. Auch gut. Brauchen wir trotzdem.
noch was. Das hier ist nichts, was ich gebrauchen könnte. Hätte ich am besten, wenn wir irgendwo Pflastersteine herkriegen könnten. So, wir sind natürlich komplett überladen. Ist nicht schlimm. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier gelandet sind. Also, der Trader macht erst später auf. Guck mal, da ist jemand. Hallo, hübsche. Hübscher, vielmehr. Oh. Aber wie gesagt, in den meisten Garagen, da sind irgendwelche Bauschutt irgendwas drin, wo man eben leicht an Pflastersteine rankommen kann. Später ist das egal, ne? Habt den Erdbohrer, da geht ihr halt, wie gesagt, mal eine halbe Stunde irgendwo hin. Macht euch da eine kleine Mine auf und dann läuft das. Warte mal, haben wir denn eigentlich was zu essen? Ja, das können wir auf jeden Fall futtern. Hier die ganzen Heidelbeeren, die ziehe ich mir hier unten rein, dann können wir die einfach ganz entspannt hier futtern. Guck mal, hier ist sogar eine Garage. Garagenbox unberührt. Oh, Fahrzeugbuch, immer gut. Fahrrad und Räder freigeschaltet, Freunde, das klingt gut. Müssen wir auf jeden Fall gucken, ob wir uns, wenn nicht, selber ein Fahrrad herstellen. Ja, komm her, Mann. Was willst du denn? Matsch weg hier. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Versteckt die sich einfach hinter der Tür? Ich glaub's nicht. Manchmal kann man es nicht glauben. So, hier ist irgendwas hinter. Fauler Müll. Steine. Egal. Hauptsache Steine, Lehm, alles gut. Und hier auch nochmal nach Futter gucken. Kochzeitung auch immer gerne. Also generell Zeitungen sind ja generell was Tolles. Ne? Muss ich sagen. Um Himmels Willen. Wo bin ich ja jetzt hier gelandet? Ich stürze hier. Hallo? Chill mal. Ich musste mich gerade noch von dem Schock erholen, dass ich hier irgendwo reingefallen bin. Und dann fängst du schon an, mich zu schlagen. Ah, zack. Und scheinbar müssen wir hier auf jeden Fall irgendwie. Hier ist eine Holztruhe. Na? Die halten schon viel aus hier, diese dickeren Zombies. Okay, wo sind wir reingefallen? Hier. Okay, das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber da geht es eh nicht mehr weiter. Das heißt, wir können hier ganz entspannt hochgehen. Oh, Hilfe! Um Himmels Willen. Für was habe ich denn eine Knarre dabei? Genau für solche Situationen. So, Lebensmittel. Lesen, nehmen wir mit. Irgendwelche Schuhe. Hi. Egal, immer gut. Also den Endloot möchte ich schon gerne sehen hier. Also das mit den Leitern haben sie irgendwie komisch gemacht. Also das war in der Alpha besser als jetzt tatsächlich. Gefällt mir noch nicht so gut. Also da bin ich noch nicht so hundertprozentig von überzeugt. Also Leitern hochgehen, liest man ja auch im Internet, dass das wirklich Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, was willst du machen, ne? So, gucken wir mal, was hier abgeht. Steine und Lehm, immer gut. Vor allem, wenn wir was bauen wollen, ist das immer gut. So ein Buch, was zum Futtern. Was haben wir hier?
Metallkettenmod. Gut, den können wir wahrscheinlich eh nirgendwo großartig anbringen. Wir können die Knochen aber erstmal wegschmeißen. So. Medikamente sollten wir erstmal mitnehmen. Das ist mein Dude eh nicht. Weil wenn, dann essen wir nur die Sachen, die auch... Ja gut. Katzenfutter können theoretisch Menschen auch essen, ist mir klar. So, wir haben eine bessere. Da haben wir auch eine bessere. Das, die Lämpchen nehmen wir mit. Dafür schmeißen wir das Papier weg. So. Schauen wir mal, hier kommen bitte nur Bücher. Wäre geil. Jawohl. Stabil. So. Hier gibt es keine großartigen Sachen mehr zum Abbauen. Oh, warte mal, hier. Mal ein bisschen Lehm mitnehmen. Wir können jetzt auch ein paar Pflastersteine herstellen. Zumindest so viel, dass wir vielleicht wieder einen Block, also hier einen Block freikriegen im Inventar. Ja. Nee, da ist verschlossen. Das war jetzt dumm von mir. Da müssen wir vorne einfach wieder rausgehen. Ich glaube, hier war offen, ne? Wäre natürlich sahnig, wenn wir beim Trader jetzt wirklich schon das Fahrrad kriegen würden. Dann müsste ich mir das nicht selber herstellen, weil die Herstellung, die kostet halt sehr viel Ressourcen. Vor allem die Fahrzeugherstellung, finde ich, sind sehr happig. So, nochmal 46 Stück herstellen. Da kann ich gar nicht dran gehen. Aber warte mal, von hier kamen wir. Wir können hier Richtung Trader einfach zurücklaufen. Ja, es ist ein bisschen. Laufen wir vielleicht nochmal ein bisschen. Schauen hier links und rechts mal in die Häuser rein. Ob wir da noch was Gutes sehen. Wie gesagt, Durst haben wir. Mit drei Wasser könnten wir abkochen. Aber dafür hatte mir noch nicht Durst genug, sage ich mal. Also ihr seht ja hier unten rechts den blauen Balken. Der ist noch nicht so ganz leer. Guck mal, sehr gut. Zweimal das. Warte mal, die Heidelbeeren müssen wir mal weiter essen. Dann haben wir da auch wieder ein Plätzchen frei im Inventar und können das Benzin mitnehmen. So. Okay. Hatten wir sowieso Platz für. Alles klar. Da steht gar nicht... Die Häuser hier haben wir noch gar nicht gelootet, oder? Briefkasten scheint leer zu sein. So, da drüben der Briefkasten sieht noch voll aus. Erkennt ihr logischerweise daran, wenn die Klappe offen steht, ist er leer. Und wenn die Klappe zu ist. Und das Fähnchen da weg ist. In Amerika soll das ja so sein. Guck mal da vorne. Oh Gott. Schnell, können wir so töten. Das sollte gar kein Problem darstellen. Und den Zombie da vorne töten wir jetzt einfach so hier. Ach, ich habe doch gerade nachgeladen. Das ist doch frech. Zack. Jetzt nochmal einen nachladen, weil der lebt leider noch. Der Friedbert. Der war zu hoch. Ist der auch nicht automatisch nachlebt, ne? Wir sind in der Zombie-Apokalypse. Entspannt. Ne? Also hier seht ihr auch, Fähnchen ist unten, Briefkasten ist offen, hier waren wir scheinbar schon drin. Da haben wir scheinbar schon alles weggeholt. Ich glaube, wir machen jetzt hier einen Cut, oder Leute? Ich glaube jetzt nicht, hier müssten wir eigentlich schon gewesen sein. Das war die City hier. Ist das hier vielleicht Crackerbrook? Weiß nicht, müssen wir mal gucken. Müssen wir einfach mal schauen. Aber ich denke, hier wird nichts mehr Großartiges passieren. Ich laufe zurück zur Basis und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt 7 Days to Die auf dem PC. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.